Hallo, ich bin die Hani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute wieder ein Test-Schminki. Und zwar habe ich mal ein Zuschauerpaket bekommen von der lieben Carmen. Es ist schon eine Weile her, aber ich dachte, ich mache das jetzt immer noch, ne? Und zum Schluss als Videovorschlag blende ich euch mal ein, was mir die liebe Carmen denn noch so zugeschickt hat. Und ich habe ja gesagt, ich will ja von den Produkten, die sie mir da mitgeschickt hat, Pflegeprodukte hat sie mir mitgeschickt, wie auch dekorative Kosmetik und auch ein bisschen Markenkosmetik. Mal ein bisschen ist gut, ne? Und da habe ich ja gesagt, da will ich ja denn einen extra Schminki mal von machen, von den Sachen, die sie mir zugeschickt hat. Genau. Da waren auch doppelte Marken mit drinne. Aber auch von Estee Lauder, aber da habe ich mir mal überlegt, da würde ich gerne mal ein extra Schminki von Estee Lauder mal abdrehen, wenn ich noch ein paar andere Produkte mehr habe, ne? Genau, und ich würde sagen, ich fange da mal an. Und zwar, ach so, ja, interessiert dich das, so Testschminkis oder auch noch andere Geschichten im gesamten Video, lasse ich mal bis zu 5 Infokarten durchlaufen, da kannst du mal gucken, was ich noch so treibe. Würde ich mich freuen über ein Abo, ne? Da wäre ich sehr glücklich. So, und ja, ist ja so, ne? Da freut sich ja jeder Abonnent drüber. Ja, nee, jeder Abonnent drüber. Ha, nee. Jeder Creator hier bei YouTube drüber. So, meine Güte. Und zwar war in dem Paket, in dem Zuschauerpaket von Vippo Unicorn Tears Face and Lip Primer, ne? Und ich bin schon mal gespannt, wie der aussieht, also was der so macht in so einem schönen pinken Fläschchen mit goldener Schrift. Sieht das nicht schön aus? Ist in einem Glasflakon mit Pipette und ich würde sagen, ich schüttel das erstmal ein bisschen, das liegt ja nun schon eine Weile rum, ne? Ich werde das mal wieder so ein bisschen hier hinten im Hintergrund hinstellen, ne? So. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an. Oh, ihr habt das schon lange nicht mehr. Ja. Guckt mal, so sieht's aus, ne? Ist natürlich auch rosa. Oh, das ist so schön dekorativ. Ich glaube, ich stelle mir das hinten irgendwo im Hintergrund mal so ein bisschen mit hin, ne? Das passt da so schön in meine Ecke. So. Oh, das tropft schon von alleine raus. Und guckt mal, sehr flüssig. Und das, oh, Glow, ne? Das wird heute ein Glow-Look werden. Und, oh, das ist sehr, sehr flüssig. Gucken wir uns mal an. Oh, das riecht auch so süß. Oh, geil. Oh, ist das toll. So. Ist ja auch ein Lippenprimer, also auch immer über die Lippen. Kann ja auch ein bisschen was auf die, unter die Augenpartie gehen. Ja, also. Okay, ich hätte mir jetzt ein bisschen glowier vorgestellt. Ich kann ihm ja noch mal was raufgeben. Das fetzt so mit dieser Pipette, ne? Das lässt sich dann immer so schön. Weil hier sieht es, guck mal, das sieht so richtig schön, sehr flüssig, glitzy aus, ne? Aber irgendwie, dann müssen wir nochmal was rauf. Vielleicht wird es noch. So. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr vorgestellt, ne? Ein bisschen mehr Glow-Gravum. Ja, also ist jetzt nicht wirklich dolle Glowy, aber ja, gut, okay. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr gedacht, ne? Aber ich meine, der Glow ist da, es mattiert schon mal nicht, ne? So leicht halt. Okay, aber schönes Produkt. Hätte ich jetzt mir ein bisschen mehr erhofft, dass da ein bisschen mehr ist mit Granberry-Extrakt sogar, seht ihr? Ich stelle es mal hier hinten hin, erinnert mich so ein bisschen an das von Revive Loves Me, ne? An dem Primer. Ja, Foundation habe ich jetzt nicht dazu gehabt. Deswegen mache ich mir jetzt Foundation rauf. Ne? Eine ganz normale. Und ich würde sagen, ich bin dann gleich wieder da. So, ich bin wieder da. So, Foundation ist oben. So leicht kommt der Glow durch. Hat sich sehr gut verteilen lassen mit dem Primer unten drunter. Augenbrauen habe ich sauber gemacht. Augenbrauengel oben. Lid habe ich schon Lidschattenprimer drauf gemacht, weil wir machen jetzt nämlich weiter mit der Lidschattenpalette und da hat mir die Carmen ein Riesen-Oschi von Lidschattenpalette mitgeschickt. Nude Clothes von Mayani, ne?
Eine Nude-Palette ist das. Das ist ein Riesending. Ich kann euch das sagen. Guckt euch das mal an. Ne? Also, ich würde mir nie im Leben so eine große Lidschattenpalette kaufen. Nie. Weil mir reichen die kleinen zu. Aber ich habe sie nun mal geschenkt bekommen. Ne? Und dann behalte ich sie natürlich. Und ja, da könnte ich mehrere Looks von schminken. Mal gucken, vielleicht mache ich noch mal irgendwie mal so einen Look, mal einen schnellen Look oder so irgendwann mal mit anderen Farben. Irgendwann mal mit anderen, das ist ja auch wie ein deutscher Satzaufbau. So, und ja, ich habe auch schon geguckt, welche Farben ich mir tatsächlich mal angucken würde wollen. Ich würde mir gerne so die lila Töne hier so, ne? Also diese beerenfarbenen Töne, lila Töne hier so. Und die Glitzer hier oben, ne? Mal gucken. Es wird wieder am ganzen Gesicht rumfliegen, aber egal. Den Goldton werde ich auch mitverwenden. Natürlich wird es ein Glitzer-Glow-Look werden. Ne? Also Glitzer, bling, bling. Und ich würde sagen, ich fange erstmal an, mein Lid zu zetten. Ich habe gestern meine Pinsel sauber gemacht. Alle 14 Tage ist bei mir nämlich Pinselwaschtag. Mhm. Und ich nehme mal heute den hier von Nirea, ne? Mal hätte man den mal einen anderen nehmen. Und ich sette erstmal mein Lid, da gehe ich hier oben in den Mist rein, ne? In den Mist. Das hört sich auch an. Ja. Darf ich das schon abklopfen? Ich habe eigentlich ein Glas und ich habe es wieder nicht geschafft, ne? Oh, mein Ding habe ich auch mal sauber gemacht, ja. So. Hätte ich ja, also ich habe es immer noch nicht geschafft, hier die Augenbrauen oben auszurasieren, ne? Das wegzumachen. Naja, dann bleibt es jetzt so, ne? Das ist Natur, ne? Also, so, jetzt habe ich mir das Lid so ein bisschen gesettet. Dann nehme ich mir für die harte Kante zum Ausschattieren, habe ich mir so gedacht, werde ich den Autumn nehmen, den da, ne? Oh, der ist schön dunkel. Dann verblenden wir das Ganze. Es ist heute nicht so doll geworden, ne? Aber es geht ja nur um Testen. Es geht ja bei mir nicht um Schönheit, weil ich habe das noch nicht so drauf, ne? Mit dem super gut schminken. So. Bisschen sauber gemacht, bisschen aufgeräumt, bisschen verblenden. So. Dann nehmen wir, mit dem mache ich das so gerne, mit dem Pinsel. Also es macht sich wirklich am besten. Ich habe so viele Pinsel, aber der macht sich wirklich gut. Dann würde ich, eigentlich sind der Ton und der Ton sich sehr ähnlich. Ne? Also es ist jetzt eigentlich nicht so der große. Aber ich würde tatsächlich in den Celestius. Nee, ich gehe erstmal in den Summer Sky rein, in den Goldton, weil den will ich mir nämlich aufs Zentrum setzen, ne? In die Mitte. Oh, also der ist schon. Oh, das ist aber. Kickback-Katze, ne? Also, ja. Krümeln werden wir gleich mal gucken. Wir gucken uns. Oh, sorry, wenn ich euch jetzt gewackelt habe. Setze ich erstmal in die Mitte vom Lid. Hätte ich da mal da dran denken sollen. Ja, weil die Farben sind sehr trocken, ne? Das sind keine Gelfarben. Aber ich glaube, dieses. Und guckt mal, also wenn man abklopft, geht ganz schön viel ab, ne?
Oh ja, also wenn man sich das so mit dem Finger noch so ein bisschen raufpresst, geht das, ne? Dann sieht das alles noch ein bisschen, aber obwohl der Ton ist da, also man sieht das schon. Wundert euch nicht, wenn ihr so ein bisschen Geräuschkulisse hört. Es stürmt wieder draußen, ist der pure Wahnsinn. Immer sonntags ist so ein Wetter, ne? Also mich stört's nicht. Ich mag es, wenn Sonntag so ein Wetter ist, weil ich, Sonntag ist ja immer mein Videodrehtag. Und Oh, da funkt. Krümeln tut sie. Krümeln tut sie, das ist Wahnsinn. So, ja, das ist bloß so eine preisgünstige, ne? Also so, ich glaube, das ist nicht gerade eine teure Marke hier. So, dann gehen wir weiter für das bewegliche, nein, für das Innenlied. Ins Innenlied gebe ich mir den Ton hier, den. Nee, Summer Sky war der hier oben. Aha, das ist der. Humidity, mein Gott. Und jetzt gehen wir in den Celestius-Schrein, Celestius. So. Und den gebe ich mir ins bewegliche Innenlied. Ja, da ist er, ne? Also der ist auch da, der Ton. Ich gehe trotzdem noch mal mit dem Finger so rein und presse mir noch mal was rauf. So. Ja, also fertig. Ja, okay, hier unten, ne? Boah, also die schmiert ganz schön was rum, ja. Dann nehme ich, gehe für das bewegliche Außenlied, nehme ich, gehe ich, nehme ich, gehe ich. Gehe ich hier oben in den Ton rein, das ist der Flurries-Ton, ne? So ein lila Ton. Der ist aber. War ganz schön. Und den gebe ich mir ins bewegliche Außenlied. Gehe auch nochmal mit dem kleinen Finger rein. Oh, guck mal, also das ist schon Wahnsinn, wie die so krümelt. Wow, also. Ja, aber ja, also ihr seht, Krümeln ist am Start. Also das ist wohl richtig heftig. Aber ich mache ja sowieso, wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich immer gerne den Concealer denn danach auftrage, ne? Weil ich warte lieber erst immer ab, wie die Lidschattenpaletten so sind und wenn die dolle krümeln, ne? Ja, so bin ich jetzt fertig auf meinem Lid. Dann gebe ich mir für hier, ne? Ach, wir wollten ja uns eigentlich, das können wir uns trotzdem gleich nochmal angucken. Wir werden uns gleich nochmal, das machen wir gleich mal. Den Glitzerton, ne? Der so extrem glitzerig ist. Hier, also, ne, um das Lid zu, nicht zu setten, meine Güte. Highlight hier unter die Augenbrauen gebe ich mir, wo ist hier der Pinsel? Würde ich den Drip Drop nehmen, ne? Man könnte jetzt auch als Highlighter im Gesicht irgend so einen Ton hier auch nehmen, ne? Das könnte man auch machen. Aber da habe ich ja was anderes. Dann will ich jetzt. Dann gehe ich jetzt in den Ton rein und der ist wieder so. Der ist aber. Ja, was habe ich jetzt damit vor? Den gebe ich, will ich mir jetzt hier so ein bisschen rauftupfen. Oh Gott, ob das was wird, Leute? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Guckt mal hier so ein bisschen. Wow. Also der ist wirklich. Ihr fragt euch bestimmt, was hat sie noch vor? Eigentlich habe ich gar nichts mehr vor, aber der ist wirklich. Wow. Also. Gut. Ja. Oh,
Also Glitzer ist hier voll am Start, ne? Also schon nur, hier fehlt noch ein bisschen was auf der Seite. Heute. Ja. Boah. Glitterlook durch und durch, ne? Das ist schon, es ist schon ein bisschen krass. Ja gut, es ist jetzt heute mal so, ne? Gut. So. Ja. Ne? So, ich werde mir jetzt Concealer hier drunter packen. Und dann bin ich. Upala, die Palette ist aber auch riesig. Wieder da. So, Concealer ist oben. Bronzer, Blush habe ich mir auch hochgemacht, ne? Und ja, dann gehen wir nochmal zur Palette. Und zwar ziehen wir uns nochmal einen. Ich habe heute mal meinen Pony ein bisschen anders gelegt. Wer sich jetzt sagt, irgendwie sieht sie anders aus. Ich habe den heute mal ein bisschen anders gelegt, ne? So, und ja. So viel Information. Nehmen wir uns jetzt mal vor. Doch diesmal was anderes, wie immer nur braun oder schwarz, ne? Für die untere Wasserlinie, weil das passt ja auch halt so mit zum Augenlook. Ja, fertig, ne? Untere Wasserlinie habe ich gezogen. Ja, habe ich doch wieder ganz gut hingekriegt. Hier ist so ein bisschen dicker geworden, aber ja, ne? So, das war die Palette. Mega, also ja, die krümelt ganz schön, ne? Wie gesagt, mit dem, wartet mal. Ich werde nochmal in den Ton hier oben reingehen und es darf natürlich nicht fehlen. Zack. Wenn schon, denn schon, ne? Na komm, also, wir glitzern heute eh von Afrika bis Afrika und zurück. So, deswegen ist ja heute der Blush und der Bronzer ein bisschen dezenter. Ja, fertig. Das ist die Palette. Ist schon riesen, muss man zwischen die Schneemänner stellen. Gut. Ist schon ein Riesen-Oschi, ne, die Palette, aber mal gucken. Vielleicht tue ich noch mal einen Look davon noch mal schminken mit der Palette, wenn ihr wollt. Oder ich mache es halt einfach, wenn ich Bock habe. So, dann kommen wir zu was. Hat sie mir auch mitgeschickt, von Mayani auch, wie die Palette. Ein Highlighter. Ja, das ist jetzt hier bloß irgendwie so eine Probe oder so, glaube ich. Oder was man halt in so eine wiederverwendbare Palette einsetzt. Habe ich nicht da, dann lasse ich es hier drinne. Wir gucken uns den trotzdem mal an, ne? Farbe Kosmos, denke ich, so wie es da oben steht. Dann gucken wir uns mal an, was der macht. Nehmen wir uns, der ist sehr gelbstichig, ne? Gut, naja, jetzt ist mir der da rausgeflogen. Wir schauen uns den trotzdem an. Vielleicht sieht der ja gar nicht mal so. Ja, jetzt habe ich schon meinen Pony hier, ne? Oh ja, also der ist mega. Schön, doch, also der ist schön. Guckt mal, der ist da. Also oh ja, also den Finger so ein bisschen was abnehmen. Geht dann immer noch mal ein bisschen was. So. Ja, also der ist toll, gefällt mir. Ne? Also der macht schön. Ja, also finde ich jetzt nicht so verkehrt. Dann gebe ich mir natürlich noch mal ein bisschen was ins Gesicht. So. Zack. Fertig. Ihr wisst, das mache ich so gerne, ne? Schöner Highlighter. Der gefällt mir gut. Oh ja, also im Spiegel. Ja. Mega. Also der gefällt mir. Top. Finde ich gut. Also der gefällt mir auch gut. Also der ist eigentlich. Habe ich auch. Ja. So, dann hat sie mir auch mitgeschickt von Clinique einen Mascara. Ne? Lash Power, der soll, was soll der machen? Langanhaltende Thermosensitiv Mascara. Okay. Langhaftende. Oh, okay. Auch das noch, ne? So. Gucken wir uns einfach mal an, was er macht.
So sieht er aus, ne? Lash Power Mascara, Long Wearing, okay. In so einer grauen Umverpackung. Gucken wir uns mal an, was der... Oh, das Bürstchen. Also habt ihr schon mal so ein Bürstchen gesehen? Das ist ja ganz schön schmal. Aber wir gucken uns mal an. Ich denke mal, damit komme ich super an die kleinen Wimpern ran. Mega geil, guckt mal, der kommt richtig gut an die unteren Wimpern ran, ne? Gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Mhm. Also der macht gut, der ist top. Also mega. Da mache ich jetzt die oberen mal weiter, mal gucken, wie es da aussieht. Also, ich muss wirklich sagen, Carmen, das ist ein Top-Mascara, hör mal. Wieso gibst denn du sowas Tolles weg? Ab? Oder vielleicht hast du den zweimal oder brauchst sowas nicht? Aber der ist toll. Guckt euch mal das Ergebnis an. Gut, zurzeit, wie gesagt, nehme ich ein Wimpernserum. Das hat gut angeschlagen, muss ich sagen. Und guckt euch das mal an. Also, oh, da oben ein bisschen ab. Nee, abgestempelt hat er nicht. Ey, der ist gut. Boah, bin ich richtig überrascht. Also mega geil. Der gefällt mir. Ne, von Clinique habe ich wirklich noch kein Produkt. Die haben auch schöne Make-up-Sachen, habe ich da. Ich wollte mir eigentlich auch immer mal von Clinique den Adventskalender mir auch mal vornehmen. Ne, aber die haben da immer so einen schönen Blush schon mit dieser Blume und so. Ich glaube, da ändert sich immer nicht viel bei der Make-up. Mal gucken, vielleicht schaffe ich mir dieses Jahr mal den Klinik-Adventskalender zum Unboxen. Ich will ja mal, ne, immer mal so andere Kalender haben zum Unboxen und euch zeigen. Ne? Man will ja auch nicht immer die gleichen zeigen. So, ich denke schon wieder soweit, ne? Ich freue mich schon richtig wieder auf die Zeit. Muss ich euch jetzt wirklich mal sagen. Mega! Also der Mascara ist top, Carmen. Top. Was soll ich sagen, ne? Mit Mascara wird die Welt immer klarer. So, dann kommen wir zum letzten Produkt. Mac. Den hat sie mir auch mitgeschickt. Und das ist die Farbe Marrakesch. Ich habe jetzt mittlerweile MAC-Lippenstifte da von Zuschauerpaketen. Und dann war ja jetzt in meiner Look Fantastic Valentinstagsbox. Ne? Und die sehen immer so aus. Und oh, so, ne? Das ist einmal so eine schöne Farbe, passend heute fast zu meinem Blüschen. Habe ich ja schon mal gesagt, Marrakesch, mein Gott. Und ich würde sagen, Lip Liner habe ich jetzt nicht mit dazu, machen wir ohne, ne? Ist ja nicht schlimm. Und wir gucken uns den jetzt mal an, ne? Mhm. Schön, oder? Passt aber zu meinem Nagellack. Naja, auch nicht so ganz, aber mega, also... Ja, ein bisschen ungerade, aber ist okay, ne? Hm? Also muss ich wirklich sagen, gefällt mir gut. Passt zu meinem Augenlook, ne? Wir gehen jetzt mal, oder ich gehe jetzt mal ein Stück zurück. Wir gucken uns immer noch ein bisschen vom Weiten an. Ja, also bisschen halt wilder Look heute, ne? Mit diesem schwarz karierten Rothemdchen, Blüschen, Glitzer, Blüschen, ne? Also... Ja, Pony ist halt auch mal anders, weil ich sehe halt mal ein bisschen anders aus wie sonst, ne? Aber ja. Pony bin ich wie immer nicht ganz so zufrieden, aber ist egal. Wir konzentrieren uns jetzt einfach nur auf dieses Testschmink. Es geht ja nicht um Schönheit. Aber ich finde, es ist ein bisschen übertrieben heute mit dem Glitzer. Aber ja, so sieht mich ja keiner, ne? Also, die Produkte haben gut abgeschnitten. MAC Lippenstift auch mega, ne? Also, ist natürlich, glaube ich, nicht kussecht. Heißt ja aber nicht, dass sie trotzdem lang enthalten sind. Ne? Was sage ich zu dem Fazit? Also, die Drops habe ich mir ein bisschen intensiver vorgestellt. Die verleihen nur wirklich einen leichten Glow. Ne? Die Lidschattenpalette, ja, die krümelt ganz schön. Aber Pigment gibt sie gut ab. Ne? Und mega geil. Der Mascara war mein absoluter Favorit, muss ich jetzt wirklich sagen. Also, der gefällt mir richtig. Gut, ich bin richtig positiv überrascht. Der Highlighter ist auch toll. Ja, Carmen, schöne Sachen hast du mir da reingepackt ins Paket, ne?
von Estee Lauder, was du mir da mit reingepackt, muss ich halt gucken. Da werde ich mal irgendwann mal ein extra Schminke machen, wenn ich noch ein bisschen mehr von Estee Lauder habe. Und dann testen wir einfach mal so ein bisschen die Estee Lauder Produkte aus. Ja, ihr Lieben, eure Meinung ist gefragt. Wie findet ihr die Sachen so? Wie findet ihr auch den Look? Da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung drunter schreiben, ne? Und ansonsten würde ich sagen, I'm fertig. Also manchmal ein bisschen fertig. Fertig, ne? Also, warum habe ich das jetzt hier hingelegt? Meine Güte, so. Ja, ihr Lieben, wenn euch dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Und zum Schluss blende ich euch ein, meine Schminkis, die ich bis jetzt so abgedreht habe, ne? Und meinen Kanal zum Abonnieren, da würde ich mich richtig drüber freuen, ne? Und hier unten siehst du den aktuellsten Upload und als Videovorschlag von der Carmen das Zuschauerpaket. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne mal angucken, was sie mir noch so reingepackt hat. Na, die liebe Carmen. Und ich sage jetzt so, Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.